Hallo, Jasmin hier von Hase Production. Heute ist es schon mein 90. Food Diary. Ich hoffe, es macht euch Freude. Immer wenn ein Zehner voll ist, mache ich ja 7 Tage. Und deswegen wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß dabei beim Anschauen. Und wir hören uns gleich nochmal. Bis dann. Guten Morgen. Ja, ich habe mir heute einen kalten Limette-Minze-Tee gemacht. Im Moment ist es wieder sehr warm. Es ist jetzt gerade mal 6.46 Uhr und es sind schon 24 Grad bei uns und auf was Warmes habe ich jetzt eigentlich keine Lust. Ich weiß, warme Getränke sorgen eher dafür, dass man nicht so schwitzt, aber das hat mich jetzt gelustet und deswegen trinke ich den heute mal zum Frühstück. Also dann, bis später. Hallo, unser Mittagessen heute ist sehr unspektakulär. Wir haben noch Reste von gestern Abend übrig oder sonst noch ein bisschen Aufstrich und sowas. Also Wurstsalat ist noch übrig, Frischkäse ist sowieso immer da, Gurken, Salami, Frischkäse mit Kräutern, Butter, ein bisschen Wurst, Radieschen. Ach ja, ich richte mir gleich noch eine Tomate her. Ich bin ja sowieso die Einzige, die das isst. Leberwurst, Brot ist auch noch da. Das essen wir jetzt und heute Abend koche ich dann. Richtig. Also dann, es ist einfach viel zu warm. Wir haben jetzt gerade 38 Grad im Schatten um 12.30 Uhr. Und es wird bestimmt noch heißer. Also dann, bis später. Hallo. Entschuldigung. Heute Abend gibt es einen Quinoa-Auflauf mit Lauch und Karotten drin. Dazu eine Tomatensauce. Tomatensauce natürlich nicht für meinen Mann. Und ein Salat aus Romana-Salatherzen, Frühlingszwiebeln, Radieschen, Gurke. Und für mich nochmal ein extra Schüsselchen nochmal mit frischen Tomaten. Ja, und das essen wir jetzt. Also dann, bis morgen früh. Ciao. Ein kleiner Schokoriegel als Snack für vom Fernseher. Also dann, ciao. Guten Morgen! Ich habe mir heute wieder so einen Tee zum Kaltaufbrühen gemacht mit Minze und Limette drin. Ja, das trinke ich jetzt und dann geht's zum Einkaufen. Also bis später! Hallo, Mittagessen. Heute gibt's Vollkornbrot und von der Karotte habe ich schon mal ein bisschen abgebissen. Super lecker. Esse ich dann auch noch mit ein bisschen Kräuterfrischkäse. Aufs Brot werde ich mir wahrscheinlich nur Butter schmieren und Gurke und Tomate drauf. Ja, ein bisschen Salz und Pfeffer eventuell. Ja, ganz schneller, kleiner Nachmittagssnack, vielleicht noch ein bisschen Emmentaler, ein Stückchen. Und das reicht mir dann. Ja, also dann hören wir uns zum Abendessen. Bis dann! Abendessen heute Schinkennudeln in zweierlei Art. Für mich mit Erbsen und Tomate drin. Entschuldigung, irgendwie habe ich einen Frosch im Hals. Und für meinen Mann, der mochte das jetzt haben, wie es hier in seiner Region üblich ist, mit Semmelbrösel und Apfelmus dazu. Ja. Und für den Kleinen habe ich halt beide Versionen einfach auf den Teller gepackt. Soll er sagen, was ihm lieber schmeckt. Und ein Salat dazu mit Frühlingszwiebel, Romanasalat und Gurke. Naja, schauen wir mal. Also dann, schauen wir mal, was gut ist. Also dann, ciao. Guten Morgen! Ich habe mir heute so eine Glycerista-Limo gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr es seht. Die glitzert so ein bisschen. Halt einfach was Kühles.
Das ist bei mir Limette Grapefruit. Und der Kleine wollte die natürlich dann auch haben. Moment, ich rühre mal ein bisschen, ob ihr es dann seht. Da ja, ein bisschen sieht man es. Er hat Erdbeer-Wassermelonen-Geschmack. Mein Mann trinkt dann wieder einen Kaffee. Und ja, ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen, bevor die große Hitze kommt, weil es ist gerade mal 6:37 Uhr bei uns und es hat schon über 20 Grad. Und heute ab Mittag, also 12:30 Uhr, sowas, sind wir dann am Flohmarkt bei uns und muss ich mal schauen, dass ich ein paar Kindersachen verkaufe. Beziehungsweise auch wieder neu einkaufe. Also dann, ich muss noch alles zusammenpacken. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Und wahrscheinlich bis zum Abendessen, weil mittags werden wir irgendwie unterwegs was knabbern am Flohmarkt. Und da werde ich wohl, wie ich mich kenne, vermutlich vergessen zu filmen. Also bis dann, ciao. Heute mal ein ganz schnelles, einfaches, aber sehr leckeres Abendessen. Kartoffeln, Rahmspinat und Spiegeleier. Ja, das genießen wir jetzt und dann lassen wir den Abend langsam ausklingen. Ist eh viel zu warm und ja, ich schätze mal, mein Mann und ich setzen uns jetzt dann gleich noch ein bisschen vor den Fernseher, wenn der Kleine im Bett ist. Also dann, schönen Tag noch oder schönen Abend. Guten Morgen, ich habe mir heute Naturjoghurt gemacht mit ein bisschen Müsli drin und frischen Erdbeeren. Wie ihr seht, es heute Samstag und ein Glas Wasser dazu. Ja, also dann, bis später, ciao. Unser Abendessen heute, ja, ist ein bisschen neblig hier. Ich habe auf den Elektrogrill in der Küche Schweinebauch gegrillt und Halsgrat oder wer es nicht kennt, Nackensteaks, ein paar Bratwürste, Knoblauchbaguette. Für mich habe ich eine Tomate mit Hirtenkäse und Basilikum gefüllt und ein bisschen schwarzen Pfeffer, mag eh keiner, deswegen nur eine. Und einen Lauch-Ananassalat mit Mais. Und ja, das ist heute unser Abendessen heute. Also dann hören wir uns morgen wieder. Ich freue mich jetzt auf jeden Fall auf das Essen und ja, also dann, schönen Abend. Guten Morgen, Sonntagsfrühstück. Ich habe Eier gekocht, hoffentlich sind die auch weich. Tomaten habe ich mir dazu gelegt und ich esse heute so ein Vollkorn-Haferbrot. Und dann haben wir hier halt noch Wurst, Käse, Marmelade etc. Ja, das essen wir jetzt und ich habe mir heute mal wieder einen schwarzen Tee gemacht. Also dann, bis später. Hallo, ein schnelles Mittagessen. Von gestern ist noch ein bisschen Lauch-Ananassalat übrig und so ein Ministückchen Fleisch. Von heute Morgen habe ich noch eine halbe Tomate übrig, die wird jetzt gegessen. Und so ein kleines Stückchen Brot. Und da ist noch ein bisschen Obst da drauf. Das esse ich jetzt, weil so ein kleines bisschen Hüngerchen verspüre ich gerade. Und ja, also dann bis später. Hallo, das Abendessen heute. Das ist ein geschnetzeltes mit Mais, grünen Paprikas, Zwiebeln und Knoblauch. Dazu Reis. Dann habe ich noch einen Gurkensalat gemacht mit Dill und als Nachtisch Wassermelone. Ja, es sind jetzt auch um. Wie spät ist es? 18:32 Uhr, immer noch 35 Grad bei uns und ich denke mal, das ist so gerade mit dem Salat und der Melone, ein bisschen Reis, ein nettes kleines Abendessen und ja, wir hören uns dann morgen früh. Bis dann. Guten Morgen. Heute habe ich mir einfach mal einen Pfefferminztee gemacht und der Kleine wollte, dass ich seine Palme dazu mit aufnehme. Da ist nur Wasser drin. Er hat zwar auch noch einen Tee. Ja, Pfefferminztee und mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Wir hören uns dann zum Mittagessen. Also bis dann.
Unser Mittagessen heute Apfelmus, nicht Apfelmus, Milchreis. Bei mir mit Butter und Zimt und Zucker drauf. Und bei meinen Männern ist halt noch zusätzlich Apfelmus drauf. Deswegen habe ich mich gerade versprochen. Dafür haben sie aber keine Butter. Ja, dann wünsche ich noch einen schönen Tag und wir hören uns heute Abend. Bis dann. Nachmittagssnack heute ein karibischer Rührkuchen und ein Espresso Macchiato. Ja, einfach nur was Kleines, Schnelles zwischendrin. Den Kuchen habe ich heute Morgen gebacken. Habe ich das erstmal ausprobiert, aber ich glaube, der ist ganz gut geworden. Der ist nämlich sowas von saftig, der zerbröselt gleich. Also dann, bis zum Abendessen. Hallo, heute Abend gibt es Vollkornspaghetti und für mich noch zusätzlich hier Zucchini-Spaghetti und eine Tomaten-Thunfischsoße, schön mit Basilikum gewürzt und geriebenen Käse drauf. Und dazu gibt es einen einfachen Eisbergsalat, da ist nichts weiter drin. Und ein Zitronen-Honig-Olivenöl-Dressing habe ich gemacht. Ja, das lassen wir uns jetzt schmecken. Und dann hören wir uns spätestens morgen wieder. Weil ich glaube, danach brauche ich nichts mehr. Die ganze Zucchini und die Spaghetti, die machen ganz schön satt. Also dann, ciao. Guten Morgen. Heute ist bei mir sehr selten, gibt es einfach mal einen Kaffee. Ja, hat mich jetzt mal drauf gelüstet. Also wir hören uns dann zum Mittagessen. Und ja, bis später dann. Hallo, Mittagessen. Ich habe mir heute Zucchinis, Paprika in Rot und Grün, Zwiebeln, Knoblauch mit ein bisschen, mit einer Tomate und ein bisschen Tomatenmark gebraten, Kräuter rein, Salz, Pfeffer und darauf ein bisschen Feta. Das reicht mir jetzt und ja. Das ist jetzt mein Mittagessen. Dann hören wir uns später. Bis dann. Abendessen heute. Bratkartoffeln mit Zwiebeln und Speck. Schön gewürzt mit Majoran. Und dazu einen Brathering. Ja, das lasse ich mir jetzt schmecken. Oder wir lassen uns das jetzt schmecken. Und dann hören wir uns demnächst wieder. Also dann. Guten Morgen, heute einen schwarzen Tee mit Zitrone. Ja, und das war's dann erstmal. Wir hören uns dann nicht mehr, weil das jetzt das letzte Video ist von diesem Food Diary. Entschuldigung, meine Stimme ist heute ein bisschen belegt. Und ja, einen schönen Tag noch. So, da bin ich's nochmal. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es waren halt sehr viele Gemüsesachen dabei diese Woche, wie ihr gesehen habt. Es war einfach sowas von heiß. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und natürlich auch über ein kostenloses Abo. Und wir hören uns dann oder sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Wenn ich es nicht vergesse, weil ich drehe es jetzt ja ab und wenn ich es dann online stelle, hoffe ich, ich denke dran, das Rezept für den karibischen Rührkuchen mit reinzustellen. Also dann, wenn, dann steht es unten in der Infobox drin. Also dann, schönen Tag noch. Ciao.